Jawohl, herzlich willkommen im Nachmittagsblog des OSM-Freitags. Und heute wollen wir eine Diskussion fortsetzen, die im letzten Jahr auf der Foskes angefangen hat, und zwar über das OSM-Wiki, die eierlegende Wollmilchsau der Community. Und dafür haben wir auf der Bühne Hanna Krüger. Viel Spaß. Ja, hallo zu meinem Vortrag heute im Nachmittagsblog. Genau, es geht um das OSM-Wiki. Und ich möchte damit starten, erstmal kurz ein paar Worte zu mir zu sagen und was habe ich überhaupt mit dem Wiki zu tun. Das Ganze ging für mich eigentlich auch erst letztes Jahr los. Das, was ich vorher so im Wiki gemacht habe, war eigentlich mehr so, ich habe das benutzt, um mich halt mal hier und da für einen Stammtisch anzumelden oder mal die Dresden-Seite editiert, aber ich war jetzt nicht wirklich jemand, der sich da aktiv mit beschäftigt hat. Und dann kam im letzten Jahr die Diskussion auf dem OSM-Samstag in Bonn, die mir dann so ein bisschen den Anstoß gegeben hat, mich dann näher mit zu beschäftigen. Erstmal kurz für euch, worum ging es da überhaupt? Es ging darum, ob man ein Wiki 2.0 braucht. Und meine These, die ich da vertreten habe bei dieser Diskussion, war ganz klar nein. Wir sollten aufräumen. Und das Ganze habe ich dann zum Anschluss genommen, dann auch wirklich damit mal ein bisschen ernst zu machen. Ich bin seither aktive Wiki-Leserin. Ich editiere eigentlich kaum im Wiki und wenn ich editiere, dann lösche ich Seiten. Das sind inzwischen, ich glaube, knapp 4000 Stück. Und wie ihr alle seht, ist es niemandem aufgefallen. Das heißt, ich scheine damit nicht allzu viel kaputt gemacht zu haben. Und ja, ansonsten wirklich lese ich Wiki-Seiten. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der mein Vortrag ist. So, was ist mir bei dem Lesen eigentlich aufgefallen? Und das Erste, ich glaube, es wird relativ wenige von euch irritieren, ist, im Wiki findet man tatsächlich alles. Und was das alles ist, da gehe ich jetzt einmal kurz drauf ein. Wir haben zum einen die Tagging-Dokumentation, ich denke mal, die kennen die meisten von euch. Das macht aber tatsächlich nur 20% der Inhaltsseiten im Wiki aus. Also es ist doch eine recht kleine Menge. Nebenbei haben wir noch, das ist jetzt nicht der zweitgrößte Block, ich habe es jetzt so ein bisschen kunterbunt zusammengemischt, die Dokumentation von Importen, das ist auch eine sehr wichtige Funktion des Wikis. Jeder Import, der bei OSM passiert, sollte nach den OpenStreetMap Guidelines im Importkatalog dokumentiert werden und wenn möglich auch eine eigene Wiki-Seite haben. Genau, das wird man da auch finden. Dann hat man relativ präsent auf der Hauptseite den Veranstaltungskalender, kennen hoffentlich auch die meisten von euch. Nebenbei gibt es noch lokale Seiten, wie ich vorhin schon sagte, da war ich auch selber ein bisschen unterwegs mit Stammtischseiten. Die kennt man, dann werden noch Mapping-Partys angekündigt, aber man findet auch viele lokale Diskussionen, die jetzt vermutlich, wenn sie nicht gerade die eigene Stadt betreffen, dann auch eher weniger auffallen. Außerdem, und da hatten wir ja auch gestern schon zwei Vorträge von Pascal und vom Nakana dazu, findet man dort auch Firmen und Organisationen, die sich dort mal besser, mal schlechter dann auch im Wiki dokumentieren. Nebenbei, und das finde ich eigentlich so eine sehr interessante Seite, hat man eine sehr starke Community, die sich mit der Dokumentation von Hardware und Software beschäftigt. Ich würde fast behaupten, man findet zu ungefähr jedem GPS-Device, das jemals rausgebracht wurde, eine Pro- und Contra-Diskussion, was können die ganzen Sachen und so weiter. Sie sind meistens recht schlecht verlinkt. Außerdem wird man das auch zu fast jeder Routing-Software und zu fast jeder Routing-App finden, die jemals irgendwie im OpenStreetMap-Umfeld rausgekommen ist. Und dann gibt es noch einen Teil, den habe ich hier jetzt mal OSM-Geschichte genannt. Dort findet man Pressemitteilungen, Blogposts etc. etc. Alles, was irgendwie mal so angefallen ist. Und ein Punkt, den ich hier auch noch mal erwähnen möchte, sind Erfahrungsberichte aus den Anfängen. Es gibt tatsächlich viele Wiki-Seiten, auf denen steht, auf denen wird man finden, Leute, die dann mal 2006, 2007 geschrieben haben, ja, ich habe jetzt hier in meiner Stadt angefangen und ich habe jetzt hier folgende 27 Straßen erfasst und wie sieht es denn bei euch aus, ist auch so aus so einem historischen Sicht irgendwie ganz spannend, sich das mal durchzulesen, wenn man mal Lust und Zeit dazu hat.
Und dann gibt es noch eine sehr große Funktion des Wikis, ist tatsächlich eine Gedächtnisstütze für Mapper. Hier findet man Listen zu ÖPNV-Linien in einzelnen Städten, Hausnummernlisten, Straßenlisten etc. etc., die sehr aktive Mapper pflegen oder auch nicht pflegen, je nachdem, und quasi so als ihre Gedächtnisstütze benutzen, wo war ich, wo muss ich noch hin, was fehlt noch in meiner Stadt. Dazu dann gleich weiter. Jede dieser Bereiche hat tatsächlich seine eigene Community und damit würde ich auch sagen, seine eigene, in gewisser Weise Berechtigung im Wiki auch vorhanden zu sein. Wenn man sich mal so die Nutzerzahlen anguckt, muss man zwar sagen, das Wiki mit ungefähr 103.000 Nutzern ist nur ein sehr kleiner Teil von den tatsächlich registrierten OSM-Nutzern. Es gibt ungefähr 660 aktive Mitglieder pro Monat, das heißt, die jeden Monat zumindest einmal irgendeine Seite anfassen. Und dann haben wir noch 125 sehr aktive Nutzer, die ich jetzt hier mal eingegrenzt habe mit mehr als 10 Edits pro Monat, was natürlich auch daran liegt, man hat mal einen Monat, wo man weniger Zeit hat etc. Aber das sind so die Heavy-Editoren, die man, glaube ich, auch so namentlich kennt. Wenn man sich jetzt mal diese 125 Nutzer anguckt, was treibt die so um? Da haben wir als ersten Punkt, das ist jetzt die Statistik aus den letzten 2 Monaten, also Februar und Januar, die ich mir dort angeguckt habe, ich glaube auch noch ein bisschen Dezember. Dort ist natürlich erstmal Wikidata ein sehr großen Themenblock, den würde ich jetzt hier aber mal komplett rauslassen, weil ich dazu keine Meinung habe und das Fass möchte ich hier jetzt auch nicht unbedingt aufmachen. Dann haben wir auf jeden Fall so als Punkt Nummer 2, die Tag-Seiten. Dort gibt es aktuell 35 Nutzer, die also sehr aktiv sind, Tag-Seiten zu pflegen und neue anzulegen. Weiterhin das Listen. Da meine ich jetzt diese Gedächtnisstützlisten. Das hat auch eine recht große Community mit immerhin 24 Leuten, die da sehr aktiv sind, diese Listen zu pflegen. Lokale Seiten sind ähnlich groß mit 28 Mitgliedern. Dann habe ich hier nochmal das Thema Nerds. Das sind Leute, die tauchen bei mir tatsächlich in jedem dieser Blöcke auf, da sie ein bestimmtes Thema haben, das sie umtreibt. Beispielsweise Bäume sind sehr beliebt Stromnetze sind auch eine sehr beliebte Sache und die machen dann wirklich alles in diesem Bereich und fassen dann auch wirklich fast jede Seite an. Dann habe ich noch etwas, was ich so unter dem Punkt Allgemeines und Kosmetik zusammengefasst habe. Das sind die Leute, die gerne Rechtschreibfehler korrigieren, sich mit Kategorien der Kategorisierung von Seiten arbeiten und so weiter, was man jetzt nicht so richtig in einem Blog zusammenfassen kann. Was ich hier sehr spannend finde, ist, es sind tatsächlich nur 7 Leute. Also auch hier nochmal, es ist doch nur ein sehr kleiner Teil der Leute. Und dann haben wir noch 4 Leute, die sich ungefähr im Monat mit dem Pflegen von diesen Importlisten beschäftigen, wo ich auch sagen würde, okay, das mit den Importen, das scheint anscheinend ziemlich gut zu funktionieren. Guckt man sich jetzt an, da habe ich einfach mal das Tool von dem Pascal Neiss benutzt, How Did You Contribute, und habe mir angeguckt, wie viele von diesen Mappern, von diesen Editoren, haben denn einen OpenStreetMap-Account und wie häufig nutzen sie den? Und das habe ich natürlich auch so ein bisschen als den Aufhänger genommen. Es wird relativ häufig gesagt, wir haben dort das Problem, dass dort sehr viele Leute sind, die einfach eher aus dem Wikipedia-Bereich kommen und dann irgendwie auch bei uns im Wiki dann auftauchen. Aber ich würde sagen, so eine richtige Korrelation sieht man hier jetzt eigentlich nicht. Es gibt wirklich diejenigen, die als Epic Mapper jeden Tag unterwegs sind, von auch immerhin 36 Leuten, die keinen OpenStreetMap-Account haben oder ich zumindest keinen gefunden habe. Da ist tatsächlich alles dabei. Dann möchte ich gerne mich nochmal mit dem Thema Sprachen auseinandersetzen. Offiziell gibt es 60 Sprachen, also in diesem Blog, den man auch auf der Hauptseite findet, sieht man insgesamt 60 Sprachen. Allerdings, nach ein bisschen Recherche musste ich feststellen, nur 13 von diesen Sprachen sind überhaupt noch aktiv. Und dazu möchte ich jetzt gerne nochmal ein paar Zahlen und Fakten rausholen. Guckt man sich an, welche von diesen Communities wirklich absolut aktiv sind, muss man sagen, die besten sind die Tschechen. Es gibt über 3000 Seiten, die es auf Tschechisch gibt. Es sind sogar es sind ungefähr genauso viele wie auf Deutsch. Allerdings anhand der kleinen Community, die dahinter steht, würde ich einfach mal sagen,
sagen, die sind führend. Zweites sind die Deutschen, danach die Franzosen, die Spanier. Ich glaube, das irritiert jetzt auch nicht so viel. Die Polen sind noch sehr weit dabei oder sehr gut dabei mit vor allen Dingen einem Mapper. Und was mich sehr gewundert hat, war, dass in Galizien, also das ist ein kleiner Teil von Spanien, die führen tatsächlich ihr eigenes Wiki und da ist auch eine rege Community, die da mit dabei ist. Dann haben wir noch 5 mäßig aktive Communities. Hier gibt es viele veraltete Seiten, aber es gibt immer noch zumindest so 2 bis 3 Mapper, die dort regelmäßig, also so im letzten halben bis Vierteljahr, hin und wieder mal was geändert haben. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, der wird feststellen, dass jetzt hier einige große Communities fehlen. Und darauf werde ich jetzt auch noch mal eingehen. Und das sind nämlich zum einen die Japaner und die Russen und auch die Italiener, die eigentlich sehr große Wikis auch haben, bei den Japanern mit über 3000 Seiten. Diese Communities sind allerdings in den letzten Jahren in gewisser Weise gestorben. Die Seiten werden nicht mehr gepflegt. Das liegt bei den Japanern vor allen Dingen daran, weil die einen sehr aktiven Mapper hatten, einen sehr aktiven Editor hatten, der 2016 gesagt hat, er hat keine Lust mehr. Seither sind diese Wiki-Seiten alle nicht mehr gepflegt. Ich glaube, in den letzten paar Monaten gab es noch mal ein bisschen Aktivität, aber das ist doch sehr verhalten. Deshalb würde ich hier einfach mal von inaktiven Communities sprechen. Und dasselbe Schicksal hat auch noch viele andere getroffen. Wer jetzt ein bisschen mitgezählt hat, bei 60 sind wir jetzt innerhalb dieser Tabelle immer noch nicht. Alle anderen von diesen Sprachen, da gibt es wirklich nur 2 bis 10 Seiten. In der Regel ist die Hauptseite übersetzt, plus noch der Beginner's Guide und die Help-Seite. Und das war es dann auch, eventuell noch mal 1, 2 Tagging-Seiten. Aber da würde ich jetzt nicht von lebenden Community sprechen, sondern eher von einem, der halt mal angefangen hat und dann innerhalb von einem halben Jahr die Lust verloren hat. Und dann komme ich zu einem Thema, das immer sehr häufig auch angesprochen wird und auch in der Debatte dort im letzten Jahr eine große Rolle gespielt hat, nämlich verwaiste und alte Seiten. Und da habe ich mir mal angeguckt, wie häufig wurden denn die Seiten im OpenStreetMap-Wiki denn so editiert. Guckt man sich das für allgemein alle Seiten an, sieht das Ganze ziemlich katastrophal aus. Also der oberste Balken sind tatsächlich Seiten, die nur ein einziges Mal angefasst wurden. Und das geht dann der Reihe nach runter. Und tatsächlich sind dann nur noch die anderen mit 8000 Seiten, die dort regelmäßig oder häufiger als 30 Mal angefasst wurden, wirklich noch Seiten, wo ich sagen würde, die wurden gepflegt. Jetzt ist mir natürlich auch bewusst, dass man länger als eine Editierung braucht, um so eine Seite zu erstellen. Deshalb habe ich mir auch noch mal angeguckt, wie viele von den Seiten denn nach einem halben Jahr der Erstellung noch gepflegt wurden. Und da muss man leider sagen, das sind nur 54% und 56% wurden nach einem halben Jahr nie wieder angefasst. Jetzt möchte ich mir das Ganze nochmal für die Tag-Seiten angucken und das Ganze zumindest nochmal zeigen. Da sieht das Ganze dann schon wieder etwas besser aus. Also hier haben wir dann tatsächlich an 700 Seiten, die häufiger als 30 oder mehr Mal auch editiert wurden, aber man sieht auch hier einen Block, der nur 1 bis 5 Mal editiert wurde, den gibt es dort auch noch, auch wenn es etwas verschoben wurde. Aber hier kann man zumindest sagen, dass es nur 11 Seiten gibt, die insgesamt nach ihrer ersten Erstellung nicht mehr angefasst wurden. Also es sieht schon insgesamt besser aus in dieser Community als in den anderen, was natürlich auch wieder daran liegt, solche Sachen wie Pressemitteilungen, die muss ich höchstwahrscheinlich nach einem halben Jahr nicht nochmal anfassen, weil die sind dann einfach fertig. Dann möchte ich gerne nochmal auf strukturelle Probleme des Wikis dann auch eingehen. Und dafür würde ich mich erstmal damit befassen, was kann denn so ein Wiki eigentlich gut? Und zwar kann es sehr gut
textbasierte Inhalte. Auch diese Mehrsprachigkeit funktioniert, soweit sie gefragt hat, relativ gut. Es hat eine recht geringe Einstiegshürde. Man braucht nur einen Account. Der ist in dem Fall jetzt leider nicht mit dem OSM-Account zusammen. Aber gut, das sollte, glaube ich, die meisten auch nicht stören. Und ansonsten gilt eigentlich, ärger nicht den Admin, aber ansonsten kannst du erstmal tun und lassen, was du möchtest. Wofür ist das Wiki allerdings ungeeignet? Und das würde ich sagen, ist ganz klar strukturiertes und moderiertes Schreiben. Wir haben keinen Moderator und das führt natürlich zu Problemen, dass es vor allen Dingen auf den Tag-Seiten immer wieder das Problem mit Edit Wars etc. gibt. Wir haben außerdem auch das Problem natürlich, dass es dann auch durch dieses Unmoderierte eine Vermischung zwischen Proposals, zwischen dem aktuellen Stand und zwischen Veraltetem gibt. Das führt natürlich auch noch mit dazu. Und was ich auch noch ganz klar als ein Problem sehe, sind Tabellen und Listen. Hier haben wir eine sehr komplizierte Syntax, die dann auch dazu führt, dass die Ladezeiten dieser Seiten, wenn die Listen dementsprechend ausufern, sehr lang sind. Es gibt, glaube ich, auch Seiten, die kann man gar nicht mehr laden, weil einfach die Listen zu lang sind und einfach dann irgendwann der Browser abstürzt. Des Weiteren sind auch noch solche Sachen wie Datenbanken oder Kalender oder ähnliches, auch solche Sachen wie Image of the Week, Image of the Month, die gewisse Probleme bereiten. Bei dem Kalender haben wir ganz klar, das muss regelmäßig von Hand nachgeschoben werden. Und auch bei solchen Sachen wie diesem Image of the Week ist das Problem da, dass die Seiten, die dort automatisch in diese Skripte reingeladen werden, zum Teil sehr komisch aussehen. Und es ist mir auch schon selber passiert, dass ich dachte, das wäre einfach Unfug, den irgendjemand auf diese Seiten geschrieben hat. Allerdings muss man auch sagen, an einigen Punkten funktioniert das Wiki sehr gut. Das sind zum einen die lokalen Seiten, die von vielen Communities auch gepflegt werden. Auch Organisationen und Firmen, wenn die Seiten regelmäßig gepflegt werden, funktionieren gut. Auch diese Sachen mit dem Hardware- und Software-Reviews würde ich auch behaupten, das geht. Das mit den Importen, wie ich es schon gezeigt habe, es gibt regelmäßig Aktivität, also von daher, es funktioniert prinzipiell. Allerdings würde ich hier ganz klar sagen, wir haben hier eine lange Liste und wir sollten da aufpassen, dass wir dann nicht auch irgendwann in Ladeproblematiken reingeraten. Von daher würde ich sagen, es ist nicht alles perfekt, aber wir meckern hier in dem Teil schon auf sehr hohem Niveau. Ich sehe allerdings doch durchaus ein Problem bei den Tag-Seiten. Etwas, was ich im letzten Jahr noch nicht gesehen habe, aber wir haben hier wirklich das Problem, dass hier sehr unstrukturiert geschrieben wird und es halt auch keine klare Einheit gibt. Man hat sich inzwischen so ein bisschen darauf geeinigt, dass die Seiten in der Regel mit Tag oder Key anfangen. Es gibt aber auch einige, die sich halt nicht daran halten. Diese Seiten findet man dann wirklich kaum. Außerdem haben wir hier dadurch haben wir natürlich auch eine schlechte Durchsuchbarkeit und das, was ich wo ich nochmal gesondert drauf eingehen möchte, ist, das Ganze ist nicht mobil und damit würde ich sagen, verlieren wir auf jeden Fall Communities und damit sind wir auf jeden Fall auch nicht mehr am Zahn der Zeit, weil ich würde behaupten, die meisten Mapper sind doch eher heutzutage auf dem Mobiltelefon unterwegs und es ist auch für mich sehr nervig, wenn ich irgendwie vor einer Arztpraxis stehe, jetzt gerne wissen möchte, wie tagge ich denn nochmal, Anästhesist, ich weiß es leider nicht mehr, welche ganzen Sondertags es da sind und ich kann diese Seite einfach mobil nicht benutzen, weil ich sie einfach auf dem Mobiltelefon nicht mehr lade. Und das ist auch etwas, was ich bei der letzten SOTTEM auch in Gesprächen mit gesehen habe, dass vor allen Dingen in Communities, ich glaube, ich hatte mit einer aus Ghana gesprochen, die dort so das Local Chapter auch mitleitet, die hat meinte, in ihrem Bereich spielt das Wiki überhaupt keine Rolle und das liegt vor allen Dingen daran, weil es mobil nicht da ist und alles, was mobil nicht da ist, das interessiert die Nutzer nicht und damit würde ich auch sagen, da verlieren wir einfach einen Großteil dieser Communities. Des Weiteren würde ich auch sagen, diese Listen und dieser Veranstaltungskalender, wo ich ja auch schon drauf eingegangen bin, sind definitiv ein Problem und wir sollten da wirklich überlegen, ob wir dann nicht auf Tools wie Regio OSM oder wie ein iCal-Kalender oder irgendetwas in der Richtung setzen, dass wir auch mobil und auch einfach näher am Zahn der Zeit sind, weil dass da jede Woche, jeden Tag jemand diesen Kalender weiterschiebt. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, das ist einfach Unfug. Und daher würde ich dann auch zu meinem Vorschlag für das Wiki kommen.
Ich sehe, es funktioniert an einigen Punkten ziemlich gut. Wir haben aber auch problematische Inhalte, die da drin sind. Und das sind ganz klar die Listen, die Datenbanken, der Kalender und diese Tagging-Seiten. Und ich würde dazu, oder mein Vorschlag wäre, sich darum zu bemühen, dass diese Sachen aus dem Wiki rauskommen. Wenn das geschehen würde, hätten wir ungefähr 40-50% weniger Wiki-Seiten. Und ich glaube, das würde dann die Aufräumarbeit deutlich vereinfachen. Es würde dazu führen, dass das Wiki wieder deutlich benutzbarer ist. Und man könnte halt auch anfangen, solche Sachen wie Zuständigkeiten, wie beispielsweise für Firmenseiten zu klären, ob man dort nicht die Leute dazu animieren möchte, sich regelmäßiger um ihre Wiki-Seiten zu kümmern. Und damit bin ich dann auch am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Jetzt können wir noch ein bisschen diskutieren. Wir haben ein wenig Zeit. Gibt es denn Wortmeldungen? Ich habe eine Frage auf der Liste. Habe ich Englisch gar nicht gesehen. Ja, das liegt nicht daran, dass es, ich hatte mich jetzt bei den Sprachen halt auf diese anderen Übersetzungen, also es gibt natürlich auch noch das Englische, das dann den Rest der Seiten ausmacht, das sind ja deutlich über, ich glaube, 60% der Seiten, also ja, die habe ich mir jetzt nicht nochmal alle gesondert angeguckt. Gibt es noch Wortmeldungen? Ja, zu den Sprachen. Du hast ja doch ganz interessante Sachen gefunden, dass eben jetzt zum Beispiel die russische und die japanische Community da nicht im Wiki mehr ist, sage ich jetzt mal. Sie war ja offensichtlich mal da, wenn da so viele Seiten erzeugt wurden. Sind die denn jetzt woanders? Weißt du irgendwas, dass die halt irgendwo andere Plattformen gefunden haben oder so? Nein, das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt auch, also ich habe die Vermutung, dass zumindest die italienische Community sich auf jeden Fall anders kommuniziert, vor allen Dingen, weil sie ja nun auch sehr stark mit der Wikipedia von Italien da verknüpft sind. Aber ich hatte jetzt auch bei denen, dadurch, dass ich die Auswertung jetzt erst im letzten Monat gemacht habe, jetzt auch nicht mehr die Zeit gefunden, da nochmal konkret die Japaner anzusprechen, zumal ja, da halt auch die Frage ist, ob dieser eine, der sich darum gekümmert hat, ich glaube einfach, dass der keine Lust mehr hatte. Also was halt interessant wäre, ist, wenn die was anderes gefunden haben, was sie benutzen, was ihnen besser gefällt, dann wäre das vielleicht ein Muster für uns auch oder dann kann man da vielleicht was bei lernen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, die brauchen das auch nicht. Die haben festgestellt, sie benutzen das Wiki eh nicht, es hilft ihnen nichts. Vielleicht können sie auch alle einfach Englisch, deswegen brauchen sie spezielle Übersetzung nicht mehr. Also wäre schon die Frage, ob wir da was lernen können draus, wenn man das noch nachverfolgt. Ja. Auf jeden Fall, da stimme ich dazu. Das ist auch auf jeden Fall was, was ich nochmal dann auf der SOTTE spätestens dann auch nochmal ansprechen würde. Hast du mal versucht, Nutzungsstatistiken, also welche Seiten häufig aufgerufen werden und gelesen werden, zu bekommen? Nee, damit hatte ich mich jetzt bislang wenig beschäftigt, was auch daran liegt, dass so Sachen wie Wikidumps und Wikistatistiken bislang nicht wirklich funktioniert haben. Das ist auch erst was in den letzten Wochen wieder gefixt wurde. Das kommt dann noch. Zu den Sprachen wollte ich noch rückfragen, hast du wirklich alle Seiten im Wiki in den jeweiligen Sprachen gezählt oder hast du dich nur auf Übersetzungen von englischen Originalseiten beschränkt? Weil ich habe so ein bisschen Zweifel gehabt bei den Jahreszahlen, insbesondere Russisch, letzte Änderung 2015. Das schien mir extrem unwahrscheinlich, dass es seit 2015 keine bearbeitete oder geänderte russischsprachige Seite im Wiki gibt. Also ich hatte, es gibt im Wiki selber schon dieses Tool, dass man sich angucken kann, wie die Sprachen aussehen. Also da gibt es
beides, nämlich einmal, dass man nur filtern kann nach den übersetzten Seiten. Und für einige sehr rege Seiten gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dann auch, ich glaube, auf Basis der Sprache dann auch zu filtern. Da ist dann auf jeden Fall deutlich mehr drin oder alles, was in irgendeiner Kategorie mit drin ist. Also das ging im Fall von den Russischen, von dem Russischen, von dem Japanischen, Italienisch, Deutsch, Französisch und Spanisch sind da, glaube ich, drin, ging das dann schon etwas weiter. Und da war auf jeden Fall auch wenig Aktivität. Also ich stimme dir, ich gebe dir da recht, das Russische, da gab es in den letzten Monaten hin und wieder noch mal ein wenig Aktivität, aber im Vergleich zu dem, was so bis 2015 da passiert ist, ist es doch eigentlich zu vernachlässigen. Das gibt da irgendeine ganz komische Konstruktion mit den Sprachen im Wiki. Da, man hat ja diese zwei Buchstaben, Code und Doppelpunkt, dass sie so anfangen, aber das gibt irgendwo eine Liste von welchen in der Wiki-Software, welche Sprachen existieren. Und wenn eine Sprache nicht existiert, kann man die Seite aber trotzdem anlegen, aber dann ist sie nicht in dem extra Namespace drin und dann wird sie möglicherweise von der Software so nicht erkannt und keine speziellen Kategorien dafür angelegt. Sowas. Das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Da bin ich damals schon drüber gestolpert, als ich die Links zum Tag-Info gemacht habe. Also das könnte auch da diese Statistiken ein bisschen beeinflussen, je nachdem, welche automatisierten Wiki-Seiten man da vielleicht abfragt, die einem irgendwelche Sachen geben oder so. Aber die Erklärung war schon richtig. Also ich habe jetzt nicht die Behauptung aufstellen wollen, dass die Russen massiv im Wiki aktiv sind, aber ich erinnere mich an ein, zwei Beispiele. Und wenn das... Genau. Ja, wunderbar. Dann auch vielen Dank für die Wortmeldung. Das war's damit. Als nächstes reden wir über Fahrradknotenpunkte nach einer kurzen Pause.